Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Ich bin der Crazy Man und ich spiele mit euch ab heute Defiance. Ich habe euch ja schon bei Terra versprochen, dass ich jetzt ab heute die Folgen im Wechsel bringe. Also eine Folge Defiance, eine Folge Terra. Und zwar wird dann heute am 5. Juli die erste Folge Defiance kommen und ab morgen dann Folge 51 von Terra. Und das wird halt im Wechsel jetzt laufen, damit ihr noch ein bisschen mehr Abwechslung auf meinem Kanal habt und euch auch noch mehr anschauen könnt. Ja, was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Ich habe es früher, als es ganz neu rausgekommen ist, eine ganze Weile gespielt und seitdem nicht mehr. Ich habe gerade Patches wie verrückt runtergeladen und ich bin mal gespannt, was sich so alles getan hat in diesem Spiel. Das Einzige, was ich sagen kann, was nicht so gut ist an dem Spiel, ist, es wird keine Erweiterung geben, keine neuen DLCs. Das wurde mittlerweile auch angekündigt und ich finde es ein bisschen schade, aber trotzdem haben wir noch genug zu erkunden und zu spielen. Und da würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal mit der Charaktererstellung an. Und das werde ich jetzt für euch mal tun. Ja, neues Spiel, Spiel verlassen, Einstellung. Ich glaube, ne Moment, neuen Charakter erstellen müssen wir, glaube ich, drauf. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Klicken wir einfach mal drauf. San Francisco. Auch ein recht schöner Ladebildschirm, muss ich sagen. Also die... Und da geht's auch los. Die Ankunft der Futaner glich mehr einer Einwanderung als einer Invasion. Friedliche Versuchen der Integration... Okay, lest selber. Das ist zu schnell für mich. Hört zu, Leute! Wir haben die Golden Gate passiert. Wir sind in Kürze vor Ort. Ihr habt 10 Minuten, um den Rest der Ausrüstung zu sichern und euch auf die Landung vorzubereiten. Wiederhole! 10 Minuten bis zur Landung, Leute! Die Antwort ist nicht akzeptabel. Muss ich daran erinnern, wer ich bin? Was zum Teufel ist hier los? Das Protokoll ist mir egal. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Also will ich, dass ihr das auch tut. Wegtreten, Gefreiter. Was ist das Problem von Bach? Bring deine Männer auf Kurs, Captain Grant. Ich will meine Ausrüstung haben. Die Jäger und ich brechen auf, sobald wir landen. Die Republik Erde ist kein Lieferservice. Ihre Ausrüstung ist verpackt und es ist keine Zeit, sie zu suchen. Setzen Sie sich bitte. Mit Verlaub, Captain, aber dein Befehl lautet zu tun, was ich sage. Meine Befehle kommen von ganz oben. Leute in Uniform aus Manhattan, wie ich. Und sie lauten, sie bei der Suche nach der angeblichen Architekt zu schützen. Angeblich? Das trifft es nicht ganz, Captain. Siehst du das? Mit diesem Archenkern und dem Rest der Technologie aus der Bay Area werde ich diese Welt erneuern. Und ihr Held werden, natürlich. Das hier ist Sperrgebiet. Setzen Sie sich wieder. Wenn der Ausrüstung was passiert, bezahlen das deine Vorgesetzten. So ein Arschloch. Bewegung, Leute! Die Zeit läuft! Was ist das hier? Ein Schlafsaal? Alle auf ihre Plätze! Ihr zwei da! Los! Kein Problem, Cap. Du auch! Und damit müsste jetzt eigentlich unsere Charaktererstellung beginnen, weil er hat ja schließlich auch uns gezeigt und gesagt, wir auch, und ich bin mal gespannt. Ja genau, da sind wir auch schon und wir können uns jetzt aussuchen,
Oh, Entschuldigung, meine Herren. Verschluckt. Was haben wir? Spezies und Geschlecht. Das ist ein männlich, ein weiblicher Mensch. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Aber ich würde sagen, wir nehmen ein Männlein. Herkunft. Ah, okay. Da können wir gucken, was wir nehmen. Veteran. Die Kämpfer aus der aus den Fallkriegen wird man für alle Ewigkeit als Soldaten im Gedächtnis behalten. Ihre jahrelange Ausbildung und ihre Erfahrung machen aus ihnen Archenjäger, die sich perfekt für den Nahkampf und Aufträge aus mittlerer Entfernung eignen. Überlebenskämpfer. Überlebenskämpfer halten sich am Rande des Postarchenfallkultur. Diese einsamen Jäger sind darin geübt, ihre Beute aufzulauern und von exakten Ort und was und den exakten Ort und die exakte Zeit zum Zuschlagen zu wählen. Gesetzloser. Die Gesetzlosen der alten Welt haben die Gelegenheit genutzt, sich in der Welt nach dem Archenfall ihre Brötchen als Archenjäger zu verdienen. Mit den Übertreten der Turmgrenze, die das, was von Nordamerika nach übrig ist, teilt, erhalten diese resozialisierten Kriminellen die Chance, ein neues Leben zu beginnen, ohne von den Behörden gejagt zu werden. Und der Maschinist. Im Grenzland ist ein Maschinist sein Gewicht in Gulanit wert. Während die Industrie in der Republik Erde und der Photans-Kollektiv wieder erstarken, wurden viele dieser Technokraten durch diese zivilisatorischen Entwicklungsschub an den Rand gedrängt. Als von Bach seine Expedition in die Bay Area ankündigte, nutzten viele Mechanisten die Gelegenheit und gingen an diesen Ort, an dem ihre Fähigkeiten wieder gebraucht werden. Ja, ich würde sagen, wir nehmen den Veteranen, der hört sich somit noch mit für mich am besten an. Damals habe ich hier den Überlebenskämpfer gespielt, habe aber festgestellt, ich bin jetzt nicht unbedingt so der Sniper und deswegen werde ich den Veteranen nehmen. Archetyp, was haben wir da? Ach, da ändert sich der Gesichtsausdruck. Ich würde gerne noch irgendwie die Körperfarbe und sowas ändern. Gute Frage. Ich glaube, ich nehme 1, das passt gut. Fortsetzen, verlassen, nee, das möchte ich nicht. Ja, gehen wir mal auf Fortsetzen. Ah, da können wir noch was einstellen. Knochenstruktur. Ja, ist ja ganz toll. Nase, Mund, Hautfarbe, da sind wir doch da, wo ich sein wollte, weil als Schwarzer sieht man das so schlecht, wie sich die Struktur verändert. Das wird immer dunkler. Wo will ich eigentlich nicht haben? Ich nehme mal, der sieht ganz gut aus. So, Knochenstruktur. Naja, so eine große Veränderung sieht man da jetzt auch nicht. Okay, das ist ein bisschen breit, das Kinn. Nee, das ist zu groß. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Nase. Ach du heiliger Heiland. Ich glaube, die ist ganz in... Ja, die ist ganz in Ordnung. Den Mund. Ja, Kussmund, nee, möchte ich nicht unbedingt haben. Ist ja fürchterlich. Breitmaulfrosch will ich auch nicht. Ich glaube, der Mund ist okay. Hautfarbe passt. Dann weiter. Augenform. Na, bravo. Na, nicht unbedingt. Ich glaube, der sieht ganz gut. Naja, hat so große, riesen Augen, mein Gott. Der sieht ganz gut aus. Augenfarbe, ja gut, bei der Augenfarbe, da ändert sich ja nicht allzu viel. Ich nehme mal wieder, vielleicht hatten wir da den, braune Augen. Und Augenbrauen. Nee. Das ist ein bisschen sehr buschig. Nee, das sieht auch scheiße aus. Ey, das sieht alles so kacke aus. Ich glaube, ich bleib... Ja, bei gar keinen Augenbrauen ist aber auch doof. Das sieht alles so künstlich aus. Das ist voll blöde.
Nehmen wir doch den Buschmann. Gehen wir weiter. Oh, Frisur haben wir ja auch noch. Herr Elixblechle. Ach du heiliger Schnösel. Das muss ja wohl nicht sein. Immer kürzer. Rastafari. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Wobei der gefällt mir auch sehr gut. Nummer 5 merke ich mir mal. Nummer 6 finde ich sogar noch besser. Jo. Nehmen wir uns Nummer 6. Sieht ganz gut aus. Haarfarbe. Da würde ich sagen, na, Nummer 5 sieht schon ganz gut aus. Ganz schwarz. Na, nehmen wir Nummer 5. Gefällt mir ganz gut in Braun. Und Gesichtsbehaarung. Jo, das ist ganz wichtig, weil das soll ja auch mir ein bisschen ähneln. Na, das ist schon wieder zu viel Bart rechts und links. Genau, das ist der Bart, den ich habe. Dann würde ich den auch so nehmen und wir gehen weiter auf weiter. Mein Gott, wie viele Einstellungen? So viele Einstellungen gab es früher nicht. Tätowierung habe ich nicht. Was? Fehlstellen? Ach so. Narben. Ja, das ist natürlich ganz cool mit den Narben. Was haben wir da jetzt noch? Da sieht man jetzt gerade gar nichts. So ein bisschen was am Auge. I, das ist fies. Das sieht ein bisschen aus so wie der Joker, wenn man sich das so anguckt. Und das ist, da weiß ich gar nicht, wo da die Narbe ist. Aber ich würde sagen, machen wir mal komplett weg. Brauchen wir nicht. Gesichtsbemalung brauchen wir eigentlich auch nicht, oder? Obwohl, wir sind im Krieg, da könnten wir eigentlich... Sehr nett. Das gefällt mir super. Oh, Braveheart. William Wallace ist zurück. Das heißt, na, das sieht ein bisschen doof aus. Ich würde sagen, wir nehmen... Welchen hatte ich denn jetzt gehabt? 5 war das, ne? Der gefällt mir sehr gut. So, die Bemalung mit dem Totenkopf. Und wir bestätigen das Ganze und gucken uns dann weiter die Zwischensequenz an. Ach, Charaktername müssen wir auch noch eingeben. Wie immer Crazy Bane, wenn der überhaupt noch verfügbar ist. Bist du mit den Einstellungen dieses Charakters fertig? Ja, sicher sind wir das. Und es geht weiter. Auf ins große Abenteuer. Jetzt, Archenjäger. Moment, Captain. Der da trägt nicht deine geliebte Uniform. Sie empfangen keine Befehle von dir. Tut mir leid, mein Freund. Landung in 10. Anschnallen! Ich habe dir dein Ego-Implantat noch nicht erklärt. Also, wir müssen... Was zum Teufel? Captain, man braucht dich auf der Brücke. Ich setze mich wohl lieber. Wenn wir landen, geh nicht weg. Ohne ein komplettes Briefing kann die Ego-Aktivierung etwas holprig verlaufen. Ganz ruhig. Das sind nur Turbulenzen. Vollkommen normal. Von wegen. Wir gehen alle drauf. Sie ist eigentlich ganz nett, wenn man sie besser kennt. Alarm. Rumpfintegrität beschädigt. Evakuierung festhalten. Eingeleitet. Wir stürzen Alarm. Rumpfintegrität beschädigt. Evakuierungskapsel starten in 3, 2, ja, und irgendwie, wodurch stürzen wir ab, warum, wissen wir noch nicht. Aber ich hoffe mal, dass das im Laufe der Story noch erklärt wird. Ich bin mir gar nicht so sicher, weil so weit war ich auch bisher noch nicht. Mach dich bereit, Cass. Das kann heftig werden. Ganz ruhig. Okay. Oh, welches Ding öffnet diesen Scheiß? Ah, cool. Heilige Starko, du lebst! Ich bin Cass Dukar. Ich habe dich landen sehen. Wenn man das so nennen kann. Das war mehr ein Absturz als eine Landung. Ich dachte, du bist nur noch Brei. Was tust du denn? Wow, geht's dir gut? Brauchst du Hilfe? Hörst du mich? Du musst dich hinsetzen. Hier,
Setz dich, bevor du umkippst. Du hast dir sicher mehr als nur eine Beule geholt. Also ruh dich aus. Ganz locker. Ich sehe nach, ob sonst jemand Hilfe braucht. Oh, du solltest dich nach Waffen umsehen. Die Anwohner sind nicht gerade Schaumbolzen. Ja, das machen wir doch glatt. Aber was ist das? Hallo? Oh, gut. Jetzt hörst du mich. Ich spüre Nervosität. Kein Grund. Ich bin das Endogenie-Online-Gerät, das in deinen Körper injiziert wurde. Du kannst mich Ego nennen. Bitte entschuldige. Ich habe Probleme bei der Aktivierung der Subroutinen. Also könnte es zu Beginn etwas holprig sein. Aber ich kümmere mich darum. Wir haben eine Menge zu besprechen. Also fangen wir an. Ja, und da sind wir jetzt auch schon im Tutorial. Und ihr seht schon da das Rufzeichen über dem Kopf von diesem komischen Geisterwesen. Das ist, kennt man ja aus MMORPG-Spielen, dass das halt Questgeber sind. Und ich würde sagen, die Grafik ist schon recht toll. Also das hat mir schon damals gut gefallen, die Grafik. Auch wenn es ja halt nicht in der High-End ist, wie man es von normalen Spielen gewohnt ist. Aber mir gefällt es richtig gut und ich würde sagen, wir quatschen die Tante hier einfach mal an.